Moin und herzlich willkommen. Okay, warum sage ich das eigentlich noch? Ich habe das die letzte Zeit einfach gar nichts gesagt. Naja, egal. So oder so. Hi. Wir haben hier die Maritidi Tor Collection und das ist jetzt keine Verarsche. Ich weiß, dass wir die schon mal hatten. Und es ist auch mein bestes Video auf diesem Kanal mit schon über 1000 Aufrufen, wo ich mir denke, what the fuck? Okay. Ja, aber dementsprechend. Wir stehen zwischen zwei Sets, Kampfziele und letztes Set war, genau, Farbenschock. Farbenschock haben wir ja auch noch drin. Wir haben natürlich auch noch die neuen drei Tins, die ich immer noch nicht aufgemacht habe, aber die will ich nach und nach bringen. Die will ich am Stück bringen, also 3 Wochen, 3 Tins, wie auch die letzten Tins schon. Und deswegen. Nächste Woche kommen halt eben die Kampfstile-Sachen. Und warum soll ich da jetzt anfangen, die drei Tints zu bringen und dann die Kampfstile-Dinger verschieben? Habe ich keinen Bock drauf. Deswegen Maritidi Tor Collection. Wir haben schon viel zu viel gelabert am Anfang. Und ja, wir starten rein. Let's go. So, während ihr hier jetzt im Intro wart, habe ich die wunderschöne Papppackung weggetan. Hier die wunderschöne V-Max, die V-Ding-Karte. Ich habe im letzten Video schon gesagt, dass Maritilit nicht mein Pokémon ist. Aber irgendwie muss ich es ja mögen. Immerhin, ja, perfekt. Chillig. Ja, sehr. Da waren die Booster drin. Perfekt. Chillig, chillig, chillig. Naja, so oder so. Gerade Kamera verrückt. Maritilit nicht mein Lieblings-Pokémon. Viel zu dieser Karte muss ich auch nicht mehr sagen. Dazu habe ich schon alles im letzten Video gesagt. Schaut gerne vorbei. Ist immerhin das beste Video auf diesem Kanal. So schwer wird es nicht zu finden sein. Wenn nicht, da oben, irgendwo, da müsste es hier verlinkt sein. Wenn ich es nicht vergesse. Ich habe es schon öfter vergessen, okay, tut mir leid. Ja, viel zu dieser Collection gibt es nicht mehr zu sagen. Bis auf mega geil, mega geile Hits. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir sogar. Was hatten wir das letzte Mal rausbekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir da überhaupt irgendwas Gutes rausbekommen, ist die Frage. Ich glaube aber schon. I guess. Und dieses Mal will ich auf jeden Fall rausfinden, ob sich das lohnt, diese Collection überhaupt noch zu kaufen. Wir haben hier nämlich Schwert und Schild drin, zweimal Farbenschock. Und ich hoffe einfach, dass das Wetter kurz mitspielt, weil ich merke schon wieder, es wird dunkel. Und einmal Stunde der Wächter. Wenn nicht, muss ich das Licht einfach mal kurz anmachen. Hier Stunde des Wächters. Ah, chill, Stunde der Wächter mache ich natürlich als erstes auf. Ist, finde ich, ein Set, das man gefühlt ignorieren kann. Ich finde es auch nicht so schön. Jetzt reicht's aber auch. Also, was ist das denn? Naja, so oder so, hier ein Code. Ein Code für euch. Ich krieg hier gerade absolute Krämpfe. So. 1, 2, 3, 4. Eine Stahlenergie haben wir hier. Eine wunderschöne Stahlenergie. Multitausch. Oh, verschiebe eine Energie. Von Pokémon eine aktive, nice. Spezialhammer, Koelelu, Schwalbini, Walmer, Unratütox, Miras, Hölle, Reißlaus, Tratiri als Reverse und als Rare haben wir ein Gelewant Vino, shit. Ich mache gerade mal das Licht an, weil Sonne ist einfach weg. So. Da bin ich wieder. Wir haben zweimal Farbenschock und einmal Schwert und Schild. Da wollen wir natürlich noch. Was wollen wir eigentlich aus Schwert und Schild noch ziehen? Trainer Full Arts. Trainer Full Arts wollen wir ziehen. Genau. So, das nehme ich natürlich mit. 1, 2, 3, 4. Trainer Full Arts wären echt nice. Noch eine Schale Energie. Vielleicht ein Seishin? Seishin Full Art oder die Goldkarte würde ich so gerne ziehen. Ne? Das ist wild. Sind die beiden Karten, die Gold sind, ne? Aus dem Set. Station und Summer Center. Adressbuch hier. Als Reverse und als Rare haben wir ein Gaunux. Gaunux. Ja. Und wir haben
zweimal Farbenschock. Und ich muss mich hier an der Stelle nochmal für 100 Abonnenten bedanken. Vielen, vielen Dank. Krass. Krass, 100 Abonnenten. Bin ich mega stolz drauf. Aber es wird Zeit, höher zu schauen. Jetzt kommen die 200. Da wollen wir jetzt als nächstes hin. Und dafür müsst ihr aktiv sein, abonnieren. Ein kleiner Klick für euch, eine große Zahl für mich. Perfekt. Danke für gar nichts hier. Ich mache das Pack gerade noch zu Ende und dann mache ich noch mal kurz Pause. Aber vielen Dank für 100 Abonnenten, wirklich. Das ist mega krank. Dunarion, Duraludon, Hölle, als Holo. Sehr geil. Ja, eine sehr schöne Karte, finde ich. Das Pokémon an sich finde ich jetzt nicht ganz so geil. Hat aber, leider muss ich sagen, denselben Typen wie Dialga, Stahldrache. Dialga, mein absolutes Main Legi-Pokémon. Und deswegen finde ich es nicht ganz so geil, dass hier das Pokémon ihm einfach das Typing streitig macht. Finde ich ein bisschen frech. Letztes Pack hier. Ein Amazing Rare wäre natürlich auch mega geil. Achso, ja, komm. Komm, das nehmt ihr mit. Das könnt ihr mitnehmen. Ist mir egal. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Ich bin dumm. Ich hab's kapiert. Eine Unlichtenergie. Eine Gedächtniskapsel. Die hatte ich noch nie. Das ist ja mega geil. Also, die ist wild. Krakelo. Perfekt. Das Fritzelblitzel-Igel einfach weg. Hukumil. Hölle. Heute ist schlimm. Heute mit den Namen ist wirklich schlimm. Tanheel kriege ich auch noch hin. Fleckneul kriege ich auch hin. Owei, vielleicht eine Amazing Rare. Nein, warum auch? Warum sollten wir auch hier irgendwas gegönnt kriegen? Aquana. Und als Rare haben wir ein Ninjask. Okay. Zusammengefasst, diese Collection war Müll. Naja, schade. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Wochenende. Aber erstmal sehen wir uns nächsten Mittwoch. Stream 12.30 Uhr, wie jede Woche mittlerweile. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Gerne ein Like und Abo da lassen. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag oder Mittwoch. Bis dahin, auf jeden Fall. Ciao.